Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Castle of Heart hier auf meinem Kanal, exklusiv für die Nintendo Switch. Ja, okay, also ich spiele das Spiel jetzt schon ein paar Folgen und muss sagen, hat mich am Anfang nicht so berauscht, auch keine wenig Gegner und so, aber es ist wirklich schwer, es wird wirklich immer schwerer. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Hardcore-Cracks oder auch bessere Spieler als ich. Ich finde es für meinen Teil wirklich teilweise echt schwer, weil man stirbt recht oft. Was auch ab und zu daran liegen kann, dass man einfach den Überblick verliert. Man sieht nicht, kann man da jetzt runter, kann man da nicht runter? Wie weit ist es die Chance zu springen? Ich dachte am Anfang, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Eigentlich ist sie sehr präzise. Das Einzige, sie ist sehr langsam. Man muss halt mit ein bisschen, ja, Gefühl arbeiten, sonst klappt das Ganze nicht. Ja, aber wir gehen mal weiter ran. Bin ja mal gespannt, ob wir dieses Reptil mal finden, auf das wir auf der Suche sind. Oh ja, man verliert auch sehr schnell Energie. Durchgehend sowieso. Na, vielleicht doch wieder nicht das Ding mitnehmen, ne? Alter Schwede. Oh, präziser Sprung dann. Okay, hier können wir runter. Hab ich jetzt nicht gewundert, wenn es eine Falle gewesen wäre. In dem Spiel. So, oh ja, ein paar Messer noch. Das ist nicht schlecht. Was ist denn das? Oh, hier kommen wir auch mit. Sechs? Okay. Oh nein, hat mir mit dem Arm abgehackt. Okay, aber dann kann ich schon mal sehen, wo ich hin muss. Geht ein bisschen runter, wie man sieht. Okay. Müssen wir da rüber springen, glaube ich. Oh, wie viel Schuss hat das Ding noch? 10. Eine Bombe. Und ein Checkpoint. Sehr gut. Okay. Hier haben wir eine unterirdische Höhle, wie man sieht. Hier kann ich das nicht. Ah, hier oben die Kiste kriege ich irgendwie nicht. Warum auch immer? Oh. Wenn wir noch sanfter landen können. Naja. Okay, kommen wir da rüber? Anscheinend. Vorsicht, ne? Okay. Ah, guck mal. Brauche ich mal leider ein bisschen Energie, um diesen Megaschlag zu machen. Aber es lohnt sich. Eine Kiste. Ist das der erste? Ach, das ist schon der dritte. Also, ich bin echt schlecht im Geheimnis entdecken.
schnell. Oh, Mist. Ah, da muss man echt flink sein. Ich habe noch keinen Checkpoint gefunden, ne? Also ich fange wieder nicht ganz von vorne, aber fast von vorne an. Oh, warte mal. Was ist denn die Armbrustholen hier vorne? Bin ich schon hier? Drei Schuss, zwar nicht viel, aber immerhin. Alter, der trifft doch echt hart, der Steinwurf, muss ich mal sagen. Ah, ich nehme die Knüppel mit. Den hole ich jetzt nicht, den Stern, weil dann brauche ich nur Energie. Das macht jetzt keinen Sinn. Oh, okay, der ist zu hart. Wie kann ich den dann killen ohne... Ah, ich kann mit Bombe werfen, natürlich. Warte. Ja, nach Todkriegen davor. Oh. Ja, das auf den Kopf stellen ist eigentlich eine ganz gute Idee. Sollte man beibehalten. Werfen ist eigentlich auch nicht auch ganz effektiv, wie ich gerade merke. Blödes Viech. Okay, wir müssen noch kurz mal. Haben wir hier noch Energie? Ja. Okay. Oder so. Muss ich alle Gegner töten? Meine Waffe wieder. Ah, oh, hat er mich noch erwischt. Drecksau. Noch ein Messer gefunden. Und ein Gegner? Das kann man. Ah, oh, das ist ein Schrein, ne? Oh, schnell, schnell, schnell. Alter, jetzt bin ich noch fast vorm Schrein gestorben. Wie bescheuert wäre das denn gewesen? Okay. Okay, er hat mich voll getroffen. Alter, ich treffe den gar nicht. Behindert, gebe ich zu. Aber gut, wir haben ja den Schrein erwischt, deswegen ist das egal.
Okay, das Ding klappt irgendwann runter. Wie können wir ihn erwischen, ohne dass er uns erwischt? Frage. Okay. Na gut, dann lassen wir ihn halt in Ruhe. Oh. Okay, wir können ihn nicht direkt in Ruhe lassen, weil wir direkt weiterspielen müssen. Oh, okay. Na gut. Ein paar Gegner sollte man vielleicht auch gar nicht killen, einfach nur dran vorbeihüpfen. Drin. Ah, gut, dass er sich umgedreht hat, also beziehungsweise nicht zu mir wurde. Ach, war ein kleines Geheimnis. Oh, also ich sammle hier langsam Bomben und alles. Okay, muss ich mal aufpassen. Ah, super. Naja. Okay, der wollte mich töten. Erwischt. Komm mal hoch. Nee, ne? Hier sind echt viele Bomben. Hat er explodiert? Genau. So soll es sein. Alle sollen explodieren. Oh, jetzt rutsche ich. Nee, doch nicht. Ah, ein Schrein. Sehr gut, sehr gut. Bitte. Okay. Sehr gut. Okay, viele Sachen habe ich jetzt nicht mehr. Habe ich auch schon was verballert jetzt gerade? Na egal. Oh, dann machen wir so. Fang meine Bombe. Jetzt kriegst du damit. Mit dem Schwert, Junge, mit dem Schwert. Na, die letzten Bomben bewahre ich mal auf für einen Boss oder sowas. Ich weiß nicht, ob sowas kommt. Gut sein. Oh, oh scheiße. So. Muss man vorsichtig, ich kann man nicht so hoch springen, ne? Kriegt man sonst schön was auf dem Kopf. Nein! Mann, das ärgert mich ja gerade total. Aber es macht nichts, dann habe ich meine ganzen Sachen wieder. Kann ich die Leute mich auch irgendwie anders killen, glaube ich. Ja. Okay, und dich muss ich irgendwie so killen. Und dich kill ich mit einer Bombe. Und zwar dieser hier. Fang! Dann kriegst du eine. Schäden. So. Die haben wir und habe ich mir ein paar Sachen gespart. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh. Guck mal, hier sind die Dornen da sein. Ah, ich hab das. Ich hätte noch die zweite Waffe, aber die hatte ich gar nicht mehr. Oh. So. Ich muss da rüber. Da war das der Vogel da. So.
Geh auch mal schnell runter, was? Ah, ein Schrein. Puh, so. Oh, nur schneller hier. Das Wasser steigt. Nein. Boah. Ah, ja, muss noch schnell sein. Okay, okay, okay. Nur noch schnell. Okay, das war zu dumm. Okay, dieses, wegen diesem einen Ding laufe ich da jetzt nicht hin. Nein. Einfach schwingen lassen muss ich leider. Ich bin hier verkehrt, ne? Zeig ich gerade. Ah, naja. Ich konnte zurück, konnte ich nicht mehr. Oh. Es ging doch so gut bis jetzt alles. Dann kommt so ein Scheiß. Nein! Ah! Oh, ich komme nicht rüber, was ist da denn? Ich spring doch genau am Punkt ab. Arsch bin ich. So. Geschafft! So macht man das! So macht man das! Boom! Ich dachte, du könntest mich hier foppen. So. Uiuiuiui. Wollen wir denn schwitzen hier, du? Wir sind wieder an der Oberfläche. Ah, okay. Ein bisschen mehr Energie bekommen, weil ich das Ding vollgeballert habe. Oh. Muss doch was sterben jetzt hier. Der Schlag ist nicht so effektiv auf Monster obendrauf. Jetzt. Okay, da oben nervt mich. Jetzt schon. Mal gucken hier. Da ist schon wieder ein Checkpoint. Also ab und zu sind die echt ein bisschen doof verteilt. Das ist ein easy Weg gewesen. Und wir können die jetzt auch mal ein bisschen einfacher machen. Oh, von hinten sind die relativ leicht zu killen. Ah, da komme ich wohl nicht hoch. Ah, ist wieder so ein blödes Ding, weil man kann ja nichts anderes als in die Falle reinlaufen. Oh! Ah, das war gut. So, was machen wir jetzt da? Ihr seid da, ich bin hier. Eins, was ihr machen könnt, wir könnten mal eine Brandbombe zu euch werfen. Wie gefällt ihr das? Okay, sterben tut er davon nicht. Oder davon vielleicht. So. Oh! Oh! Der noch einmal her. Raus.
Nein! Och nee, komm. Ach, häng ich da fest, ey. Scheiß Kollisionsabfrage. So. Nehmen wir mit. Und wir machen so. Blödes Viech. Oh, ich dachte, ich könnte das Feuer treffen. Na, konnte ich wohl nicht. Ach, der Händler wird auf jeden Fall sterben. Genau. Und du wolltest ja meine Bombe fangen, habe ich gehört. Ich meinte eigentlich auch die Feuerbombe. Fang! Ah, ist auch heiß, ne? So. Na, kurz mal abwarten. Yes! Gut! Geschafft den Abschnitt! Es wird! Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn ich mich hier weiter mit 1000 Toten auseinandersetze. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.